What was that? Weiße Kassette 1. So. Und ab jetzt finden wir Kassetten und die können wir uns dann anhören und ja. Fangen wir gleich mal mit an. September 9th, 5:40 p.m. The mansion was nowhere to be seen on the map, so we finally had to ask the locals how to find it. They told us that Himuro Mansion had been empty for several decades now. The same ones who told us where it was also warned us not to come here, which was quite disconcerting. So, Bescheid. So, also, sorry nochmal, ab jetzt werde ich nie mehr verraten, falls irgendwas kommt, denn das nimmt ja die Spannung irgendwie weg. Und ich werde so wenig versuchen, wie möglich zu spoilern. So, dann gehen wir einfach mal an die Tür, die sich hier geöffnet hat. Und jetzt sind wir nämlich erst im Kimono-Raum. So war das. Seht ihr, jetzt hat sie sich automatisch hingedreht. Auch wenn ich einfach nur den Kimono fotografiert habe. Aber hat anscheinend doch noch geklappt. So, hier liegt wieder was. Kräutermedizin. Ich glaube, sie dreht sich hin, wenn man nicht den Analogstick berührt. Ich glaube, ich habe immer den Analogstick berührt und dann, ja. Kimono-Truhe, super. So, what is this? Let's look. Jetzt ruckelt schon wieder. Hier, seht ihr? Unsichtbare Wand. So, abgeschlossen. Spiegel wurde abgenommen. Schublade ist verschlossen. Das ist die nicht geöffnet. Ja, müssen wir gleich fotografieren. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal das da hinten aufsammeln. Genau. Ruckel, ruckel. Hey. Hey. Ihr könnt schon denken, was jetzt kommt. Holy crap. Jetzt wird spannend. Ich hätte mich jetzt ziemlich erschreckt, wenn ich sie wäre. Das ist der Typ aus dem Schrank! Ich schwör's euch! Na super, und sie steht am Fenster. Super. Oh scheiße, ich bin in der Falle. Ja, ich helf dir. Ich helf dir gleich, warte. Ah, der ist ja schwach. So, und jetzt können wir sie nämlich auch aufrüsten. Genau, so war das. Sie können die Dingsbums Zusatzfunktion, Geistersteine, ja. Genau. Erkläre ich euch gleich. Erstmal müssen wir was aufsammeln, was da lag. Also gerade jetzt war. Warum drücke ich immer Start? Ich muss Dreieck drücken. Mal schauen hier. September 9th, 9:40 p.m. It seemed dangerous to walk through the mountain at night, so we decided to spend the night here and continue our work. I've been through several rooms already. Unlike the exterior, the interior is still in quite good shape. A little earlier, I thought I saw a white, shadowy figure of a woman in the hallway near the entrance. I'll keep track of such sightings and publish them in a later account. Das macht man. So. Also. Ja, auch interessant ist, das werdet ihr im Anfang des zweiten Kapitels sehen, dass sich die Villa ab und zu verändert. So ähnlich wie die Welt von Silent Hill sozusagen. Nein, nicht wirklich. Sie verändert sich im Gegenteil sozusagen. Ich spüre, wie etwas vom Standspiegel kommt. Jo, machen wir nochmal ein Foto.
Maske. In dem Kaminzimmer. Also wissen wir, was wir zu tun haben. Ab zum Kaminzimmer. Wieder 10.000 Meter zurücklaufen. Wo ist denn die Tür? Hier. La, la, la. So, fertig, pass auf. Die Stimmen sind wieder da. Nur diesmal ohne Kassettenrekorder. Finde ich ziemlich beunruhigend. Naja, schnell raus hier. Oh ja. Schon wieder er. Help me. Ja, 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 ja. Ist gut, ich helfe dir. Warte, warte, warte. Wo bist du denn? Oh, da bist du. Zero Shot. Und. Der war geil. Das hat ordentlich Punkte gegeben. Habe ich genau richtig gewartet. Alter Schwede. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr irgendwie. Und ich glaube, jetzt können wir da hinten den Schrank aufmachen. Ja, ist ein Schrank. Ist kein Zimmer irgendwie. Ist zwar sehr seltsam. Nee, immer noch zu. Ah ja, später. Später. Jetzt noch nicht. So, warte, warte, ich sehe nichts. So. Wir wollten zum Kaminzimmer. Hier, seht ihr? Jetzt ist sie nicht durch die Tür durchgekommen. Gerade bei Türen passiert das oft, dass diese unsichtbaren Wände entstehen. Hier, seht ihr? Und da muss ich mich dann so durchruckeln. Und wenn ich das da irgendwann geschafft habe, dann geht's auch wieder normal. Das ist ganz komisch. Liegt, glaube ich, an dem Emulator oder so. Ich weiß es nicht. Ist wohl irgendwie ein kleiner Bug. Ist auch nicht bei allen Türen so. So, was hier kommt, kann ich mir fast schon denken. Ne, ausnahmsweise nix. Naja. Die Grafik dieses Spiels ist nicht gerade überwältigend, sage ich mal, aber vollkommen ausreichend. Grafik ist nicht alles, wie wir wissen. Bei diesem Spiel besonders nicht. Dieses Spiel punktet durch seine extrem geile Atmosphäre. Und warum sind wir eigentlich hier? Ich bin durch den Kaminraum gelatscht und ja. Schön an der Löwenmaske vorbei. Auch nicht schlecht. Egal. Können wir wenigstens mal speichern. So. Keine Ahnung, warum ich jetzt so weit zurückgelaufen bin. Tut mir leid. Naja, so weit müssen wir jetzt ja nicht mehr laufen, aber